Hallihallo alle zusammen, ich bin die Eisley und wir sind hier wieder bei dem Monsterprojekt. Diesmal nehme ich auf mit G-Time und da kommt ein Creeper. Findet ihr unten in der Beschreibung. Moinsen zusammen. Ja, er ist auf der Suche nach einem Baugrundstück. Nee, ich habe schon eins gefunden. Ich war dabei, ja, mir hier mein erstes Häuslein oder so zu bauen. Irgendwie was, wo ich drinne leben kann, ein bisschen am Anfang. Ich habe hier einen Stein gefunden, der heißt Opal und ist einfach grün. Opal ist? Opal und der ist grün. Also es sieht aus wie Cobblestone. Ist Opal auch grün oder ist es nicht andersfarbig? Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Ach, ich hasse das, wenn ein Baum so hoch ist, dass man sich hochbauen muss, um ihn abzubauen. Ich habe auch auf meinem Grundstück so einen Monsterbaum. Ich habe hier ganz... Ach, Mann ey, leck mich doch am... Sonst wo, du blöder Baum. Ich mag dich nicht mehr. Bin seit einer halben Folge in der Mine und mein Inventar ist voll. Die ganze Zeit hier mich hochbauen zu dem Baum, schon das dritte Mal. Fliegst du mal wieder runter? Ja, der tötet mich gleich mit Fallschaden, der Baum. Härteste Monster in Minecraft-Baum. Ja, Kevin was slain beim Baum. Oh, der hat einen Apfel gedroppt. Das ist schon mal gut. Oh Gott, ich habe, glaube ich, einen Zombie-Spawner hier irgendwo. Ich habe einfach so viele Zombies. Übrigens, liebe Freunde, bei mir, falls ihr euch fragt, warum ich noch immer dieses Texture-Pack drin habe, ich bin einfach ein Lappen. Das ist die Begründung. Danke. Nein, 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 ich bin runtergefallen. Oh, es wird dunkel. Es wird dunkel. Angst, so viele Zombies. Mach mir Eisenschuhe, wie sehen die denn hier aus? Mal gucken. Alter. Ich glaube, ich werde mich damit nie anfreunden können. Wie ist der jetzt nochmal? Shiro, ne? Ja. Gehst oh Gott, angry schlafen. Zombie. Shiro. Angry Zombie. Oh Gott, hier kommen so viele Zombies. Und Creeper und Zombies und... Ich will doch nicht schlafen gehen, oder was? Gut. Was ist das? Fleisch? Ach, oh, verrottetes Fleisch. Oh, hier ist Eisen nochmal. Noch einer. So. Ja, Zombie, komm doch her. Also ich werde versuchen, diese Folge auf jeden Fall ein bisschen an Eisenrüstung zu kommen, bevor ich anfange, hier richtig zu craften und so ein Kram und was zu bauen. Versuche ich halt erstmal wirklich, dass ich ein bisschen Equipment habe, damit ich einfach überleben kann. Da bringt mir nichts, wenn die Monster mich hier mit zwei Schlägen wegklatschen, wie in der letzten Folge, wo die mir einfach ein paar Schellen verteilt haben, wie sie Lust und Laune hatten. Ja, aber das habe ich auch noch nicht. Ich habe noch keine Rüstung, gar nichts. Boah. Ich bin jetzt halt auch gerade einfach nur am Sammeln, damit ich ein bisschen was hab und dann sagen kann, okay, ich kann mir mal die Rüstung machen, ich kann mir mal den Panel craften. Ich will eigentlich Solarpanels am Anfang machen, habe ich mir so... Okay, was ist Solarpanels? Energiequelle, also du hast ja extrem, also wenn du ein Atomkraftwerk machen willst, dann gibt es ja Energie sozusagen und Solarpanels ist... einfacher am Anfang, was jetzt halt Strom betrifft. Also hast du Ahnung von diesem Modpack schon etwas? Ein bisschen, aber nicht sehr viel. Also okay. Ich würde mich nicht als Profi bezeichnen, aber auch nicht als Noob. Ich glaube, ich werde am Ende als einziger dastehen, der nur Vanilla-Sachen hat. Ich einfach keine Ahnung habe. Nee, es gibt ganz, ganz viele, die hier mitspielen, wo gesagt haben, die haben noch nie ein Modpack gespielt. Es gibt, wir haben sogar einen dabei, der hat noch nie wirklich Minecraft gespielt. Und da fängt er direkt an mit dem größten Modpack, was es gibt. Ja, ja. Es ist interessant. Läuft bei dem. Ich habe keine Ahnung, wie ich mehr rauskomme aus der Höhle. Sehr schön, ich habe hier schon mal alles schön hell gemacht. Creeper. Creeper. Ich mag hier raus. Oh, was ist das für ein Zombie? 20 Leben. Es gibt einen mit 25, das ist ein Angry Zombie.
Die haben rote Augen, ne? Mhm. Baby-Zombie, Baby-Zombie, Baby-Zombie. Die sind böse. Aber ich bin auch gleich wieder an meinem Bett, also ich hoffe es zumindest. Dann können wir auch den Regen ausmachen. Oh nein. Ich sollte was essen. Da kommt wieder ein Skelett. Wow, 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 wow. Boah, hier kommen voll die Zombies bei mir. Wow. Oh Gott, hier kommen so viele Viecher. Ich hatte gerade so einen Sekundeneck. Was ist das? Da ist so ein fliegende Elfe oder so. Oh, das ist sehr, sehr böse. Sehr, 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 sehr böse. Das bringt mir gerade ganz wenig, weil ich werde hier von allen Seiten angegriffen. Oh, der hat ein Herz gedroppt. Was ist das? Ein großes? Ja, so ein rotes. Damit kannst du dir Hartkanister machen und kannst dir mehr Leben einverleiben, sozusagen. Boah, dann soll ich das aufheben, ne? Ja, auf jeden Fall. Die sind extrem selten und richtig gut. Du kannst bis zu 20 Herzen haben in diesem Modpack. Okay. Ich bin im Bett. Ich komme auch. Rein. Dann hört der Regen wenigstens auch auf. Wieso, es regnet immer bei mir? Ja. Ich glaube, hast du dich zu früh gefreut. Ja. Nein. Ha, ha, ha. Lol. Ha, ha. Was wollte ich eigentlich machen? Weswegen bin ich in die... Ah, ich wollte eine... So. Säge machen. Ich wollte eine Säge machen. Wie mache ich eine Säge? Ich habe keine Ahnung, wie ich eine Säge mache. Ich hab... Ach, das... Oh Mann, oh Mann. Gibt es hier auch zigtausend verschiedene Samen, die man anpflanzen kann, ja. Oh ja. Oh Leute, ich glaube, das wird am 24-Stunden-Livestream viel werden, was wir machen müssen. Boah, es ist ja, ich habe ja Attack of the Bee-Team eine Zeit lang mal gespielt, aber das hier ist ja richtig übertrieben umfangreich, was hier alles gibt. Und ich dachte schon, Attack of the Bee-Team wäre wirklich krass. Das ist noch eine Stufe härter, also. Ja, das setzt dem Ganzen doch mal eine richtige Krone auf, ey. Alleine die Samen, die nehmen mein ganzes Inventar ein. Warum hab ich einen Zombie-Kopf? Egal, das ist der erste den Zombie, den ich getötet habe. Ende aus. Du. Ja? Mhm, durch Zombies, die droppen nicht. So. Och, meine Mutter. Oh, cool, ich kann den auf meinen Ofen setzen. Das ist Harald, der Ofen, so. Ich versuche mir gerade eine Säge zu machen und zweifle gerade ein wenig. Harald, der Ofen ist anders als alle Öfen. Harald brennt alles. Harald brennt mit Liebe. Er entfacht das Feuer der Liebe. So. War sinnfrei, aber es passt einfach gerade. So, jetzt besorgen wir Harald ein bisschen Erze. Oh, hier ist auch noch ein Kopf von einem Creeper. Lol. Den stelle ich jetzt auch bei mir auf. Bist du noch da, Eisli? Ich bin noch da, aber sehr konzentriert. Ich habe eine Säge gemacht, okay. Eine Eirensäge. Okay. So, und das ist Beate, die Werkbank. Harald und Beate sind jetzt am Start. So. Marvel. Den kann man doch auch irgendwie craften, oder? Hast du mit Marvel schon mal gearbeitet? Nö. Ich bin der Letzte, den du fragen solltest, wirklich. Ich bin sowas von unwissend. Ich meine, ich bin gerade die ganze Zeit hier irgendwelche Kacke am Bauen, ja, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen soll, groß. Weil ich einfach komplett überfordert bin. Ich glaube, liebe Leute, ihr solltet mir in den Kommentaren ein paar Tipps geben. Zur Not, wie gesagt, müssen wir schauen. Ich würde am liebsten, wenn ich ehrlich bin, so mit Technik anfangen. Vielleicht habt ihr da ein paar Vorschläge, was man am Anfang machen soll. Auf jeden Fall später ein schönes Sortiersystem, damit nicht alles durcheinander kommt und so. Fände ich eine ganz coole Sache, wenn das klappen würde. So. Okay, ich habe mir jetzt eine Eisensäge gemacht, mit der ich nichts schneiden kann, was ich eigentlich schneiden wollte. Mit einer Eisensäge schneiden kann man sowieso, glaube ich, nicht. Also. Wenn man es genau nimmt. Oh, die Blöcke halt. So, ich mache mir jetzt. Da ist wieder dieser fliegende Elfe. Ist sie. Oh, die greift mich aber nicht an.
Ihr Licht, heißt das Ihr Licht, glaube ich. Glaub, es gibt ja, auch Magical Craft hier. Wisp. Die fliegt die ganze Zeit hier rum. Soll ich die mal angreifen? Ich glaube, dann bist du tot. Oh! Hast du es angegriffen? Ja, das schießt Laserstrahlen. Ja. Lauf! Cap, lauf um dein Leben! Bitte lass mich in Ruhe, bitte lass mich in Ruhe, bitte lass mich in Ruhe, bitte lass mich in Ruhe. Spinne! Da ist die. Gemerkt, dass ich mehr Marvel brauche. Ist weggeflogen. Oh oh. Hat Angst gehabt vor dir. Oh, ich hab Pfeil und Bogen, kann ich mir craften. Ja, die fliegt rum. Ich muss die gleich abschießen, dann, wenn die wieder kommt, direkt. Komm her, Wisp. Ich zeig dir, wer der Boss hier ist in dem Biom. Ne, ich komm wieder weg. Ich geh weg. Da sind mir zu viele Gegner irgendwie unter der Erde. Ach Mist. So. Ich hab's eins zu tief gesetzt. Bin ich doof. Ah, jetzt kann ich mir echt eine Eisenhose craften. So, dann haben wir jetzt schon mal komplett Full Iron. Das ist schon mal sehr gut für den Anfang eigentlich. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass wir hier noch ein bisschen Holz holen. Ich werde jetzt versuchen, noch mit euch ein bisschen an meiner Hütte zu bauen. Du willst gleich anfangen mit dem Haus? Ja, ich baue so ein ganz kleines erstmal nur. Mhm. So eine Art Jägerhütte, wo ich unterkommen kann für den Anfang. Weil ich habe gerade beim Wändesetzen total verkackt bei mir. Jetzt mache ich den Marvel zum Boden. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. 5. So, das haben wir auch schon fast. Noch mal ein bisschen Baum. Ein paar Bäume fällen, Holz brauche ich. Oh, ich habe mir gleich Schafe auf mein Grundstück geholt. Die nerven jetzt halt schon mit ihren Gemähen. Okay. Ich hab ein paar getötet, ich muss nachher Tiere holen, ey. Später. Erstmal jetzt gucken, dass ich so an Sachen komme. Ich werde erstmal irgendwie versuchen, mich mit Karotten oder so später am Leben zu halten. Ja, kann man sich hier auch erstmal haben. Kann man sich hier auch. Ach, man kann sich hier, glaube ich, Gene spritzen, ne? Was? Gene spritzen, ja. Es gibt doch hier dieses Genetics. Ja, das Modpack kenne ich, habe ich schon mal von gehört, aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Boah, da kannst du Gene spritzen, das ist richtig geil, wenn du eine Fledermaus findest, ne? Mhm. Du hast da sowas, so ein Scrapper oder so nennt sich das, kannst du die, kannst von der so Haut abkratzen. Und dann musst du ein paar Hautdinger haben, Teile, Stücke, wie auch immer man das nennen soll, und musst sie analysieren und dann kannst du daraus so eine Spritze herstellen, die spritzt du dir dann und dann kannst du fliegen. Mm-mm. Doch, das ist wirklich so. Das ist richtig krass. Deswegen, ich glaube, das mache ich als erstes. Dann kann ich durch die Gegend fliegen. Ja, wenn du die richtige Rüstung hast, also die so eine extreme Blablabla, bla bla, hast du ja auch Jetpacks und sowas an der Rüstung, ja, genau, mit dran. Ja, ja, das gibt, wenn es das auch gibt, dann ist das sogar eigentlich fast besser. Ja, du musst halt immer die Jetpacks aufladen. Mit Strom. Okay. Bin mal am Überlegen. Ich muss jetzt halt erstmal gucken, wie ich eine Stromquelle hinkriege, damit ich mir meine richtige Stromquelle machen kann. Weil um meine... Was willst du denn damit betreiben, mit der Stromquelle? Den Makuata und den Furnace, der elektrische Ofen. Okay. Brennt der schneller, oder was? Ja, auch. Aber der Makarata und Pulverisator, den brauchst du halt, um viele Sachen zu craften. Der macht zum Beispiel Coal Dust und sowas. Mhm. Dann, wenn du vorher die Ores in den Makarata reinschmeißt, so habe ich das, glaube ich, damals mitgekriegt, dann tust du doppelt so viel Erz rausholen aus einem. Okay. Deswegen ist er am Anfang halt ziemlich geil, da musst du nicht so viel farmen. Oh! Nein! Ach, leck mich doch, du blöder Creeper! Ey, ist das nicht schon oft genug passiert mit dem blöden Creepern? Mhm. Oh, der hat mir meine halbe Hütte wieder weggesprengt. Das ist mir in der zweiten Folge passiert.
Ah, geht so. Hält schon Grenzen der Schaden. Da haben so, wir noch jetzt brauche ich noch Wände. Aus was mache ich die Wände? Ich will das hier unten auch gar nicht so richtig gestalten, diesen Kellerraum, sondern einfach nur, damit ich halt ein paar Maschinchen hinstellen kann, damit das geschützt ist von den Monstern. Und ja, halt ein bisschen anfangen mit allem. Ah, da kannst du ruhig explodieren, das ist mir egal, Creeper. Weil ich habe so wenig Ressourcen. Oh, nein, da. Obwohl, das sieht hier nicht schön aus. Dieses Grundstück ist schön. Nee, dieses Grundstück ist gut, aber es ist nicht schön. Kennst du Ben Laxa? Mm-mm. Muss ich dir mal angucken, ist cool. Okay. Der Umweltverschönerungsexperte. Der ist echt gut. Mal gucken, was ich aus dem Opal machen kann. Ich weiß nicht, aus was ich die Wände machen soll. Ich mache jetzt gerade hier erstmal mir einfach so eine stumpfe Holzhütte. Das ist mir so egal, ob die Kacke aussieht, ob ihr mich alle auslacht. Ich glaube, ich mache die jetzt erstmal aus Koppel, aber noch nicht mal Koppel habe ich genug dafür. Oh, ich muss auch noch Kohle nehmen. Ich muss mir Fackeln bauen. Keine Fackeln, gar nichts habe ich, ey. Das ist voll die Umgewöhnung ohne Texture Pack. Das ist, als wenn ich ein anderes Spiel spiele gerade für mich. Als wenn ich noch nie Minecraft gespielt habe, ist das so. Mm. Weil ich spiele ja immer nur mit Specs, deswegen, und das habe ich ja hierfür noch nicht im Moment. Oder besser gesagt, ich habe noch nicht Optifine hierfür, weil ich muss das mit Optifine machen, sonst habe ich halt diese krassen Frame-Einbrüche die ganze Zeit während der Aufnahme, weil das einfach zu krass am CPU zieht alles. Geht mir aber genauso, ich kann da auch nichts machen. Aber wir sollten gleich mal zum Ende kommen. Ach so. Ja, wir sind bei 17 Minuten. Ja, wir sind schon sehr weit drüber gerade. Mhm. Ja, ich meine, 20 Minuten geht auch. Ist ja kein Problem. Dann freut ihr euch da draußen mehr. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Redstone-Fervor oder Pulverizer, also, keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare mit, was ich am allerbesten starte, um jetzt halt Maschinen zu bekommen. Und dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei Kevin vorbei, schaut bei den anderen vorbei, die noch mit dem Projekt sind. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss zusammen.